Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück bei Zurück in die Zukunft, das Spiel. Und ja, wir sind hier stehen geblieben bei unserem Dad, der leider irgendwie, warum auch immer, ja, zusammengehauen wurde, was auch immer. Und jetzt müssen wir den Übeltäter finden. Dazu fragen wir ihn erstmal aus oder klicken wir direkt auf die Tatwaffe? Ich glaube, wir drücken erstmal hier. Dad! Der Schläger hier gehört nicht uns, oder? Nein, nein. McFlys benutzen nie Aluminiumschläger. Seltsam. Nicht anfassen. Das ist Beweismaterial. Wofür? Ja. Oh, warum würde jemand einem netten Sektor L-Bürger wie mir so etwas antun? An was kannst du dich noch erinnern? Ich habe hier gesessen und kopierte noch eine belastende Szene auf meine Bänder. Meine Bänder, was ist mit meinen Bändern? Bleib ruhig, Dad. Oh, oh. Sind sie auf dem Boden? Sie sind in einer Kiste, darauf steht Rohmaterial. Moment mal, sind das nicht unsere Beweisstücke? Ich... Ja, die Kiste ist leer. Videokassetten. Hier ist es, das Rohmaterial. Gott sei Dank. Sekunde. Siehst du? Ich sagte doch, dass du voreilige Schlüsse ziehst. Diese ganzen düsteren Vermutungen über Diebe und Angreifer, dabei war sie die ganze Zeit... Leer? Ja. Was? Hier sind keine Bänder. Aber ich bin mir sicher, dass sie da drin waren. Bevor dieser jemand dir eine übergezogen und sie dir weggenommen hat. Meine Güte, ich wurde beraubt. Beraubt in Hill Valley. Damit kommen sie nicht. Oh! Keine Sorge, Dad. Wir kommen schon dahinter. Wer? Wer konnte mir das nur antun? Deine Feinde, Mom, Biff, Edna. Also ich glaube, wenn man mal logisch zusammen das Ganze zusammenreimt, dann war es natürlich Edna, die das befohlen hat. Nur wer hat es gemacht? Mom bestimmt nicht. Feinde kann ich mir nicht vorstellen, dass er welche hat. Dann würde ja nur Biff übrig bleiben. Aber dann würde er sagen, dass Biff ja... Ach, egal. Wer will nicht, dass Doc ein klares Bild von Hill Valley bekommt? Edna! Du meinst, ich wurde von der schon etwas betagten Frau des Bürgermeisters Nein! Nicht direkt. Nein. Ach, es nützt nichts. Die Bänder sind weg. Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass sie nicht auftauchen und mich in Schwierigkeiten bringen. Dad, wir können nicht aufgeben. Lass uns jemanden in die Mangel nehmen. Lass uns zur Polizei gehen. Mehr Hinweise suchen. Polizei wird eh nichts machen, glaube ich. Oder? Und das, naja... Also würde ich sagen, mehr nach mehr Hinweisen suchen. Vielleicht gibt es hier noch mehr Hinweise. Wozu? Selbst wenn wir herausfinden, wer die Bänder gestohlen hat, können wir sie nicht zurückholen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Oh. Wir müssen doch irgendetwas tun können, um an die Bänder zu kommen. Nun, wir könnten neue machen. Können wir? Sicher? Es könnte etwas dauern, aber wenn du deinem alten Herrn hilfst, sollten wir nicht länger brauchen als... Sagen wir 6 Monate. Oh. 6 Monate? Aber ich brauche die Bänder jetzt. Du brauchst die Bänder? Was ich damit meinte... 6 Monate? Wäre schlecht, wenn du die ganze Arbeit hier verlierst. Ich mache mir Sorgen um deine Sicherheit. Gerechtigkeit muss siegen. Fangen wir mal systematisch an. Weißt du, deine Zeit ist kostbar. Echt blöd, dass deine ganze Arbeit weg ist. Du sagtest, du brauchst die Bänder. Okay. Ja. Ich glaube, der wird das die ganze Zeit... Naja. Ah, dann versuchen wir es mal mit dem hier. Es geht ums Prinzip. Lassen wir diesen Dieb davonkommen, ist das ein schlechtes Beispiel für andere Diebe. Du sagtest, du brauchst die Bänder. Er beharrt auch einfach auf seinem Standpunkt da. Genau, in derselben Tonlage und ja. Was, wenn der Dieb zurückkommt? Noch ein Schlag auf den Kopf könnte dich umbringen. Du sagtest, du brauchst die Bänder. Das interessiert ihn ja gar nicht. Es muss immer nur derselbe Dingens abgespielt werden. Dieselbe, weiß ich nicht, derselbe Screen und das reicht dann. Ja gut, es war klar, dass es auf das hier hinausläuft. Das muss man Bürger Brown lassen. Ich habe versprochen, ihm Beweise zu liefern, dass Hill Valley nicht so glücklich ist, wie er glaubt. Als ich in seinem Büro war, bevor ich hergekommen bin. Was denn? Du hast mit Bürger Brown gesprochen? Es war nicht einfach, glaub mir. Ich musste alle möglichen Regeln brechen.
Du hast Regeln gebrochen? Streunende Hunde aufnehmen, Mädchen küssen, mit Mams Flachmann erwischt werden. Das ist die abwegigste Geschichte, die ich je gehört habe. Sie ist wahr. Du vergisst, ich bin dein Vater, ich kenne deine Geschichte. Tja, die Geschichte hat sich geändert. Beweis es. Haben wir noch die Straf? Sieh her und staune. Strafpunkte, aber... Das war die einzige Möglichkeit. Ich verstehe das nicht. Dad, hör mir zu. Hör mir wirklich zu. Wir beide wissen doch genau, dass die Dinge hier nicht richtig laufen. Bürger Brown hatte anfangs vielleicht gute Absichten. Doch dieses Hill Valley macht die Leute unglücklich. Das hast du ihm gesagt. So in etwa. Oh, das war's mit unseren Privilegien. Nein, warte. Er hat mir zugehört, Dad. Und er wird die Dinge ändern. Für dich und Mom. Uns alle. Ich kann dir nicht sagen, wie. Du musst mir dabei vertrauen. Moment mal, da ist eine... Kammer. Okay. Aha. Doch erst muss er die Bänder sehen. Als Beweis, dass ich recht habe. Oh nein. Nein, 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 nein. Dad. Ein Plan. Vielleicht weißt du, was du da tust. Schon möglich. Aber lass mich da raus. Dad. Ich will keinen Ärger. Das ist mir zu viel. Liegt mir nicht im Blut. Aber... Tu es für deine Familie, tu es für Burger Brown, tu es für Arthur. Für Arthur? Warum für seinen Vater? Jetzt muss ich erst mal überlegen. Okay, ich habe keine Ahnung. Denk an deine Familie. Das tue ich. Und ich will nicht, dass meine Familie in Sektor X landet, bei den hoffnungslosen Fällen. Tu es für deinen Vater. Meinen Vater? Ja. Ja, Arthur McFly. Ich weiß, wie er heißt. Kann es sein, dass er damals etwas mit der Verhaftung von Kit Tennant zu tun hatte? Ja, das hatte er. Wo hast du das her? Das war lange bevor Bürger Brown die Stadt aufgeräumt hat. Sogar bevor ich geboren wurde. Alle lebten in Furcht vor Kit Tennant und seinen Schlägern. Aber Dad hat sich gewehrt. Er hatte Beweise für Kids Schuld. Und er hat sein Leben riskiert, um sie den Behörden zu übergeben. Fürchte dich nie, das Richtige zu tun. Das hat er mir immer gesagt. Was tust du denn da? Also... Ich frage mich, welcher Anschluss der richtige ist. Ah, wir Anschluss haben ihn doch... Hier. Für die Überwachungskamera, die im Garten. Moment, Moment. Du hast eine Überwachungskamera auf dich selbst gerichtet? Natürlich. Muss mich doch rundum absichern. Hilf mir rauszufinden, auf welchem Monitor ich bin. Wieso sagt er das nicht vorher eigentlich? Warum sagt er das nicht von Anfang an, dass da vorne eine Kamera steht und ihn... Das ist doch irgendwie... Und vor allem, das war eine gute Idee, dass du dann... Also wirklich, das mit Arthur hat dann doch was gebracht. Also jetzt... Ich glaube, wir haben ihn jetzt auf unserer Seite. So, dann müssen wir jetzt mal auf diese ganzen Monitor-Dinger gucken. Monitore. So, jetzt ist die Frage... schalten wir einfach mal alles um und gucken. Gut, das sieht aus, als wäre das so ein Stadtmonitor. Huch, nein! Na gut, das sind, das ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Vielleicht hier unten. Irgendeine Straße. Aha! So, jetzt ist die Frage, Videorekorder. Da, das sind wir. Dann ist das Überwachungsband in diesem Videorekorder. Das muss vor dem Überfall sein. Mal sehen. Ich erinnere mich, wie ich um 5.30 Uhr die Wiedergabeköpfe reinigte. Der Überfall muss kurz danach gewesen sein. Okay. Es war Biff. Ich wusste es. Aber er kann es nicht sein. Dank des Bürger-Plus-Programms ist er so harmlos wie ein Kätzchen. Ich versteh's einfach nicht. So sollte er sich keinesfalls verhalten. Nicht einmal der alte Biff würde jemals... Hey, was blinkt da so komisch an seinem Arm? Finden wir es raus. Ich wusste doch, dass diese Zoom-Funktion einmal nützlich sein würde. Hab dafür einen Haufen Geld ausgegeben. Es ist eine Digitaluhr. Okay. Warum blinkt sie bloß? Halt das Bild an. Kannst du noch weiter ranzoomen?
X11. Weißt du, was das bedeutet? Noch nicht. Lorraine! Schimpf doch nicht mit mir, George. Ich habe etwas sehr Wichtiges zu sagen. Dann gehe ich auch schon wieder. Ich habe auch etwas Wichtiges zu sagen. Ich wurde ausgeraubt. Immer um dich, nicht wahr? Du kannst nicht einfach abwarten und zuhören. Oh nein, du musst mir unbedingt zuvor kommen. Ich glaube, wir verschwinden ein bisschen. Na gut, ihr beide klärt ein paar Dinge. Und ich habe etwas zu erledigen. Aber das war eigentlich doch wirklich klar gewesen, dass es Biff gewesen ist. Und jetzt wissen wir auch, dass dieses Burger Plus Programm so eine Art Gehirnwäsche ist. Also es ist nicht nur, sag ich jetzt mal, im übertragenen Sinne, sondern auch in Wirklichkeit eine Gehirnwäsche. Okay, dann müssen wir das jetzt irgendwie aufklären, wie das auch immer sein soll. Ich meine, wenn wir ihm das sagen, dann wird er wahrscheinlich sowieso alles bestreiten. Würde ich mir jetzt vorstellen. Zumindest ist er noch da, wo wir ihn vermutet haben. Biff! Oh, komm wieder runter, Kumpel! Du hast meinen Dad verprügelt. Gibt's hier ein Problem, Bürger? Nein, nein, Officer. Nur ein kleines Missverständnis. Wir kommen zurecht. Nicht wahr, Martin? Sicher. Okay, sagen Sie, wenn Sie Hilfe brauchen, Mr. Ten. Was? Mal sehen, ob wir der Sache auf den Grund gehen können. Ja. Wieso, kriegen wir keine Hilfe von dem... So, Warum hast du meinen Dad verletzt, Beth? Er hat dir auf dieser Zeitachse nie etwas getan. Zeitachse? Wovon sprichst du? Stell dich nicht dumm, es gibt Videobeweise. Ich kann keiner Fliege was zuleide tun. Dank Burger Plus kommt mir der Mageninhalt hoch, wenn ich nur schlecht denke. Ja. Siehst du? Das ist wirklich... Okay, das reicht mir, aber... Also wenn ich da wirklich Kaffee wäre, hätte mir das schon gereicht, aber... Wir wissen es ja, dass das an dieser Armbanduhr liegt, so. Wenn du meinen Dad nicht verprügelt hast, wo bist du dann in den letzten paar Stunden gewesen? Nun, ich war... Was? Das ist seltsam. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, okay, dann ist es wirklich so gewesen. Ja. Na gut, dann weiß er aber auch nicht, wo das Band ist, oder? Was hast du mit dem geheimen Videoband meines Dads gemacht? Geheimes Videoband? Du weißt schon, dass das zeigt, wie Leuten verdrehte Regeln und Gesetze eingeimpft werden. Jetzt bin ich verwirrt, Martin. Aber das mit dem Video ist nicht gut. Wir sollten es lieber in die Recyclingtonne werfen. Du weißt also wirklich nichts von dem geheimen Videoband meines Dads? Oh nein! Ich würde mich nie mit so heiklen Sachen auf die Straße wagen. Okay. Na gut, es war klar, dass er es nicht weiß. Was ist das Letzte, an das du dich vor deinem Filmriss erinnern kannst? Nun, ich habe Flyer für das Burger Plus Programm verteilt. Das habe ich den ganzen Tag getan. Ich hatte einem süßen kleinen Eichhörnchen gerade etwas übrig gebliebene Mortadella verfüttert, als Miss Edna vorbeikam. Edna? Ah. Ja, sie wollte eine, Diagnose meiner Burger Plus Armbanduhr durchführen. Ich muss wohl eingenickt sein, denn als sie fertig war, war es bereits eine Stunde später. Und dann kam deine Mutter vorbei. Okay, na gut, sie hat dann einfach an seine Uhr rumgefummelt und dann irgendwie wahrscheinlich irgendwie so einen anderen Modus eingestellt. Und ja. Also ist das Letzte, woran du dich erinnerst, bevor mein Dad verprügelt wurde, wie Edna an deiner Uhr herumfummelte? Ja, das klingt nicht gut, oder? Das klingt gar nicht gut. Und was genau, was wollte eigentlich die Mutter hier? Was wollte meine Mutter hier? Oh, sie hat ihre Unterlagen für das Burger Plus Programm vorbeigebracht. Was? Was? Oh ja, wie sage ich's dir, Martin? Deine Mutter ist in einer ziemlich üblen Verfassung. Ja, aber sich bei Burger Plus anzumelden... Sie war auch eine Weile unentschlossen. Aber als du dir die Schuld an ihrem Alkoholproblem gegeben hast, beschloss sie Hilfe zu suchen, um ihre Probleme endlich aus der Welt zu schaffen. Was? Oh nein, Mom. Oh oh. Ja gut, dann schauen wir uns mal die Uhr an. Deine Uhr. Sagt dir vielleicht X11 etwas? X11? Ist das eine neue Band oder so? Mit diesem Hip-Hop-Kram kenne ich mich nicht aus. Nein, Biff, das ist der Betriebsmodus deiner Burger Plus Armbanduhr. Abgefahren. Das hat sie noch nie gemacht. Herrje, ich kann dieses Geblinke nicht mal abstellen, siehst du? Oh, konfrontiere Biff und finde George. Ach, egal. So, Mode, Minute hoch, Minute runter, Stunde hoch. Mode. Cool. Ich wusste gar nicht, dass du das kannst. Ah. Ah, okay. Da. X und dann...
Hä? Ich hätte noch ein paar Fragen an dich, Biff. Warum? Was ist los, Martin? Ist da jetzt. Ah, toll. Biff. So, X. War das X11 oder Z? Ich glaube, es war X11. Und jetzt? Hä? Ich hätte noch ein paar. Muss ich dann wieder auf Mode drücken, ist die Frage. Biff? Okay, das ist verrückt. Was stimmt nicht mit dir? Was ist los mit dir? Hast du meinen Vater angegriffen? Hast du meinen Vater angegriffen? Okay, so kommen wir weiter. Das ist schon mal ein hilfreicher Punkt. Gut, die wussten es zwar, aber... Warum hast du meinen Vater angegriffen? Weiß er selber nicht. Wow. Wer hat dich dazu angestiftet? Du musst hypnotisiert worden sein. Wer hat dir das angetan? Schätze, das muss warten, bis ich das Band habe. Es war ja eh Edna. Wo ist das Band? Wo ist das Band von meinem Dad? In der Decycling-Tonne. Die Decycling-Tonne? Okay. Könntest du, deine Zehen berühren? Kannst du, deine Zehen berühren? Hä? Den Ententanz. Tanz den Ententanz. Okay, er ist hypnotisiert. Nochmal. Tanz den Ententanz. Okay, er ist hypnotisiert. Ey, das sieht so bekloppt aus. Hätte ich nicht so ein Thumbnail links, was ich immer, wo man das gleiche Bild drauf ist, hätte ich das genommen. Okay. Halte durch, Beth. So, ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Jetzt wissen wir, wo die Bänder sind. Und ich würde sagen, bleibt dran und bis dahin. Ciao.